Hallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Harvest Teller. Ja, wir stehen irgendwie mitten im Tag und ich weiß gar nicht, was abging. Hi. So, wir wollten eigentlich erstmal Istinas Kinder und Erzieher aus Nemea machen, oder? Vor allem die Kinder, das wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Ansonsten habe ich tatsächlich gar keine Ahnung mehr, was ich überhaupt wollte. Ich gehe mal davon aus, dass ich das wollte. Deswegen machen wir das jetzt einfach. Wir müssen die ganzen Nebenaufgaben ein bisschen machen. Ja, reit hier. Nee. Wenn die überhaupt eine Nebenaufgabe haben. Jetzt bin ich hier so selbstbewusst reingegangen, aber ich weiß gar nicht, ob die das haben. Ja, zumindest ist da was Blaues und noch was anderes, also was Weißes. Das Blaue ist, glaube ich, dieser Liebesquest oder wie auch immer wir das nennen wollen. Assia. Was geht hier? Vielen Dank, dass du immer ein Auge auf alles hast, Assia. Du musst hungrig sein. Nimm dir was Süßes. Ich habe vorhin ein paar echte Leckereien gekauft. Das ist sehr nett. Ganz sicher, ich bin am verhungert. Hey Azir, wann hast du mal wieder frei? Ich kann es kaum erwarten, bald wieder mit dir angeln zu gehen. Ich habe so viel gefangen, als du weg warst. Ah ja, ist das so? Dann müssen wir wohl einen kleinen Wettbewerb abhalten, wenn ich das nächste Mal Zeit habe. Entschuldigung, Herr Azir, ist Tiana heute nicht bei dir? Ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Hoffentlich geht's ihr gut. Oh, tja. Die Kleinen haben es wohl noch nicht gehört, hm? Tiala ist zurück in ihre Heimatstadt gegangen. So ist es doch, Azir. Wirklich? Aber wir konnten ihr gar nicht Tschüss sagen. Das tut mir leid, es ging alles so ziemlich plötzlich. Aber das heißt nicht, dass sie für immer weg ist. Sie kommt euch bestimmt besuchen. Bist du sicher? Okay, das nächste Mal, wenn ich sie sehe, sage ich ihr richtig Tschüss. Gute Idee. No, eigentlich tut mir voll leid. Okay, ist schnellste Situation nun. Ich hab dich gar nicht gesehen. Was hast du heute vor? Ich war in der Gegend. Oh, nun, das freut mich. Warum reden wir nicht bei mir zu Hause? Ich bin mit meinem Runden so gut wie fertig, also habe ich ein wenig Zeit. Großartig. Dann sehen wir uns alle später wieder. Entschuldigt mich. Sollte irgendwas sein, wendet euch bitte direkt an die Argos-Brigade. Ein Mitglied wird sofort zu euch kommen. Also, bist du bereit? Na klar, was auch immer. Was auch immer der jetzt schon wieder will. Wie geht's allen? Es geht allen wirklich gut. Sie kommen oft raus, um zu plaudern, wenn ich meine Patrouille beende. Es ist trotzdem schön, dass am Ende des Tages alle noch einmal für ein kleines Gespräch hinauskommen. Tiala hat mich immer dafür gescholten, dass ich so lange draußen war. Wo wir von ihr sprechen, ich schätze, du hast das Gespräch eben gehört, was Tiala angeht? Dass sie nach Hause gegangen sei? Ja, der Teil. Ich dachte, es wäre das Beste für die Bewohner der Stadt, das zu glauben. Die Wahrheit würde sie nur verwirren. Außerdem würde Tiala bestimmt nicht wollen, dass jemand von der Wahrheit verletzt wird. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das weiß ich. Ich wüsste gar nicht, wie ich ihnen die Wahrheit beibringen sollte. Um ehrlich zu sein, habe ich es selbst noch nicht ganz verarbeitet. Ich denke jeden Tag dran. Hätte ich irgendwas anders machen können? Aber ich hatte es versprochen. Ich versprach, dass ich diese Welt, die sie so liebt, beschützen würde. Aber manchmal frage ich mich, ob ich das auch halten kann. Jeder hat manchmal Zweifel. Da hast du wohl recht. Je mehr ich darüber nachdenke, desto stärker werde ich mir meine Grenzen bewusst. Wie eingeschränkt ich doch bin. Allein kann ich nur eine kleine Ecke dieser Welt beschützen. Ich denke jedes Mal daran, wenn mir mein Versprechen wieder einfällt. So wie ich jetzt bin,
bin ich nicht stark genug. Ich muss mächtiger werden, wenn ich mehr Menschen helfen will. So wie du, Kelst. Du leistest doch großartige Arbeit. Danke. Aber ich muss stärker werden, wenn ich mein Versprechen an Tiala halten will. Oh, tut mir leid. Am Ende sind wir an einem ziemlich traurigen Thema angelangt. Schade, vor allem, weil wir nicht oft die Gelegenheit haben zu reden. Ich bin immer hier, wenn du mich brauchst. Das weiß ich. Jedenfalls, vielen Dank für heute. Ich lasse dich wissen, wenn ich mal wieder deine Meinung benötige. So, wir haben ein bisschen Nähe zu ihnen aufgebaut. Wir kriegen als Belohnung ein bisschen Zeugs. Gruppenbonus. Ist der Gruppenbonus nur dann, wenn er mit mir in einer Gruppe ist, ne? Also, ja, das ergibt Sinn bei Gruppenbonus. Aber, ja, warte auf Azirs nächsten Brief. Gut, wenn ich den Ausgang finde. Hast du Tür? Hast du Tür? Ah, Tür. So, ich will nochmal gucken, ob ich Tiella hier finde. Tiella, die ist tot. Irgendwas mit Tina. Bibi und Tina. Hi. Noch eine Nebenaufgabe. Hey, cool. Nicht mal Azir will mir helfen. Wahrscheinlich jagt ihm der Gedanke auch fürchterliche Angst ein. Werde ich sie selbst retten müssen? Ich bin kein großer Kämpfer. Du siehst besorgt aus. Besorgt ist noch milder ausgedrückt. Jemand muss etwas unternehmen, aber ich bin nicht stark genug, es ganz alleine zu tun. Wer bist du überhaupt? Ich glaube nicht, dich hier schon mal gesehen zu haben. Bist du auf der Durchreise? Ja, das dachte ich mir. Warum starrst du mich so an? Was habe ich schon zu verlieren, hä? Hör mal, du wirst mir nicht zufällig einen Gefallen tun, oder? Komm mit mir zum Ei des Himmels. Was soll ich? Was? Wieso? Ich habe natürlich meine Gründe. Weißt du überhaupt über die Entführungen Bescheid, die Stadt vor einiger Zeit in Atem hielt? Das würde meine Geschichte deutlich abkürzen. Es geht um meine Frau, Muara. Auch sie war ein Opfer dieses Vorgangs. Inzwischen hat sich alles beruhigt, aber sie ist immer noch nicht zurückgekommen. Das ist besorgniserregend. Alle Entführungsopfer sind heil zurückgekehrt, habe ich gehört. Warum also nicht meine Maurer? Keine Ahnung, vielleicht muss ich noch ein Haus fertig mauern. Ich habe schon die Argos-Brigade um Hilfe bei der Suche gebeten. Aber dort ist man angeblich zu beschäftigt und kann niemanden entbehren. Niemand kann dir helfen, wa? Alleine schaffe ich es nicht. Bitte, ich brauche Hilfe. Ich weiß, dass ich dich damit irgendwie überfalle, aber ich muss Maurer retten. Okay, ausnahmsweise. Fantastisch, ich schuld dir was. Die vermisste Ehefrau, die liegt doch bestimmt mit irgendeinem Typen im Bett. Ich gehe mich fertig machen. Ich treffe dich am Eingang des Ei des Himmels. Alles klar. Triff dich am Eingang mit dem Ei. Mach einfach, was du denkst. Okay, ich mache einfach, was ich denke. Das mache ich sowieso immer. Deswegen bin ich auch einer, der fast gar nichts tut. Weil ich auch gar nichts denke. Das ist ein Problem. So. Waisenhaus ist nicht da. Waisenhaus ist da hinten. Ich vermute mal, dass sie vielleicht im Waisenhaus ist und deswegen wir kein Zeichen haben. Siehst du, jetzt haben wir doch ein Zeichen. Wurde vorhin irgendwie nicht angezeigt, aber ich glaube, weil wir auch eine Ebene höher mussten. Ich glaube, das ist eher der Grund. So. Wo ist denn das Mädel? Mädel! Wo bist denn du? Ah, da. In der Bücherei. Meins! Du hast etwas Wertvolles erhalten. Edens Ende XLI. Zeitreise. Cool. Was auch immer. Hi, Kelst. Du hast meinen Brief also bekommen. Was für ein Brief? Du willst sicher die Kinder besuchen. Was für ein Brief? Welchen Brief? Ich habe dir einen Brief geschrieben, dass sich die Kinder sehen wollen. Kannst du dich nicht daran erinnern?
Oh, tja, macht nichts. Jetzt bist du ja hier. Die Zeit... Ah, ja, stimmt, ich erinnere mich. Die Zeit zum Spielen beginnt gleich. Komm mit. Oh, nein. Du spielst mit den Kindern. Und so erschlug der Prinz und die Prinzessin das böse Monster. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann vögeln sie, dann leben sie noch heute in ihrem Schloss auf dem See. Ende. Wo ist das Buch? Ist das auch ein Spiel? Wo ist das Buch? Ist das ein Spiel? Also Kinder, wie fandet ihr das Buch, das wir heute gelesen haben? Die Prinzessin war so cool. Ich will zu ihrem Schloss. Das klingt, als ob es euch gefallen hat. Das Bilderbuch für morgen handelt von einem Mädchen, das in eine seltsame Welt befördert wird. Jawohl, gnädige Frau. Jetzt stelle ich das Buch erstmal wieder zurück. Bleibt hier, ich bin gleich wieder da. Frau Istina? Oh, sie ist weg. Wolltest du noch eine Geschichte hören? Nein, ich wollte nur gerne das Buch zurückstellen. Du willst Frau Istina immer zeigen, wie toll du bist. Nein, will ich gar nicht. Ich wollte nur helfen. Ja, ist klar. Du bist ganz rot geworden. Er ist wirklich doll in Frau Istina verknallt. Wenn sie da ist, zeigt er sich immer von seiner besten Seite. Nick. Wie findest du Frau Istina? Ich liebe sie. Sie ist hübsch und cool und nett. Wenn ich groß bin, will ich genauso sein wie sie. Ich bin wieder da. Was ist? Habe ich was verpasst? Wir haben nur Geheimnisse ausgetauscht. Na, du hast ja nicht lange gebraucht, um dich mit den Kindern anzufreunden. Willst du nicht ein paar kaufen oder so? So, ihr Lieben, jetzt ist Lernzeit. Die Direktion erwartet schon, also beeilt euch. Erwartet steht da nicht, wartet stand da. Jawohl, gnädige Frau. Gnädige Frau, oh Gott, das klingt so furchtbar. Komm ganz bald wieder, Käst. Puh, danke für deine Hilfe heute. Wie wär's? Du bist bestimmt erschöpft von dem ganzen Spielen mit den Kindern. Mir geht's gut, ehrlich gesagt. Also, ich bin beeindruckt. Selbst wir vom Lehrerpersonal sind die meiste Zeit total geschafft. Es war wundervoll zu sehen, dass die Kinder heute so viel Spaß hatten. Sie hatten es nicht leicht, nachdem Tia da plötzlich nicht mehr bei uns war. Das war ein großer Schock für sie. Aber heute habe ich in ihren Gesichtern zum ersten Mal seit langem wieder unschuldiges Lachen gesehen. Hoffentlich ist das ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Zeit heilt ja bekanntlich alle Wunden. Alles, was ich in der Zwischenzeit für sie tun kann, ist, ihn vorzulesen. Liest du ihn jeden Tag vor? Ja, ich liebe es mehr als alles andere zu lesen. Beim Lesen kann ich alles, was in der echten Welt passiert ist, ausblenden. Ich weiß, das ist wahrscheinlich kein besonders guter Grund, um zu lesen. Aber ganz egal, wie finster die Realität gerade aussieht, ich kann mich immer kurz in die Welt eines Buches flüchten. Und es gibt so viele, was ich dank der Bücher über die Welt gelernt habe. Das will ich den Kindern zeigen, damit sie wissen, dass es da draußen mehr gibt als das, womit sie aufgewachsen sind. Ich wünschte, das hätte für mich auch jemand getan, als ich ein Kind war. Ich hoffe, du erreichst sie damit. Das ist alles, was ich für sie tun kann. Hey, Käst, kann ich dich was fragen? Obwohl, vergiss es. Nein, frag! Danke für alles heute. Komm bei Gelegenheit mal wieder vorbei. Die Kinder würden sich freuen. Ich komme nicht wegen den Kindern. Also bis bald. Ich schreibe dir wieder, wenn es etwas Neues gibt. Na klar? Fragezeichen. Istinas Kinder. So, das ist nämlich wichtig. Gruppenbonus, kritischer Treffer +2 und wir kriegen Zombie-Pilz.
Zombie-Pilze sind super. Ich weiß nicht, was ich damit soll, aber sie sind super. So. Du bist verliebt, glaube ich, dass du das warst. Keine Ahnung, die Kinder sehen, wo ist denn jetzt schon wieder die Tür? Warum finde ich hier nie Türen? Warte. Nutze Intelligenz, da. Okay, Ei des Himmels, wir kommen. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Wir haben Freundschaft geschlossen, ein bisschen. Jetzt müssen wir warten, bis die uns wieder anrufen, antelefonieren, wie auch immer. Bis sie uns callen. Like a Ghostbastard. So, hier rüber, darüber, darunter. Ich würde immer noch eine Macke bekommen, wenn ich hier in diesem Dorf leben würde. Aber okay, ist in Ordnung. Hüpf. 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 Okay, hüpfen kostet keine Ausdauer, gut. Da kann ich rumalbern. So. Himmelsei. Was geht ab? I have gehört, I have to hier hingehen. Was will es denn? Das ist also das Ei des Himmels. Wir müssen sie finden. Der Gedanke, dass sie ganz alleine einen solchen Ort durchstreift, ist unerträglich. Das wird keine leichte Suche. Wir sollten nicht schon jammern, bevor wir überhaupt angefangen haben. Sehen wir uns erstmal nach Hinweisen um. Also wenn er mir so kommt, kann ich seine Frau auch gleich hier lassen. Komm schon, gehen wir weiter. Sind wir mal ganz ehrlich, wenn er so kommt, dann soll ich jammern. Sag mir Bescheid, wenn du irgendetwas findest, egal wie undeutsam es erscheint. Ich habe dich gefunden. Ich weiß, du bist sehr unbedeutsam, aber egal. Okay, wir sollen suchen, denn... Suchen wir. Wir suchen. Ich frage mich, ob es auf der Karte angezeigt wird. Deswegen werde ich jetzt erstmal einfach so laufen, dass wir in den nächsten Abschnitt kommen, um zu gucken, ob es angezeigt wird. Kühlblatt. Ich habe ja keine Ausdauer. Macht ihr mal. Ich habe keine Ausdauer. Wir brauchen echt mal wieder was zu essen. Aber ich nehme jetzt mal nichts. Wir brauchen echt mal wieder was zu essen. Ah ja, da oben war dann der Boss. Jetzt ist hier oben nichts. Was ist das? Da leuchtet doch irgendwas grün. Aber ich glaube, das ist einfach nur... Ja, das ist einfach nur so. Da unten rechts ist er, okay. Ja, ich weiß, wir haben keine Ausdauer, aber ich versuche noch so weit zu kommen wie möglich, ohne kämpfen. Aua, hast du mich gerade mit einer Bombe beworfen, du Arsch? What's the problem, Mann? Nicht genügend Ausdauer. Selbst fürs Abbauen brauche ich Ausdauer? Das ist bitter.
Ja, selbst wenn sie jetzt zum Kampf kommt, müssen wir uns auf die anderen verlassen können. Also, mal schauen. Hier ist auch nichts. Vielleicht finden wir etwas, wenn wir weitergehen. Mehr können wir jetzt nicht tun. Ja, du hast recht. Wenn sie so leicht zu finden wäre, dann hätten sie den Heimweg selbst gefunden, oder? Etwas nähert sich. Sind das Monster? Nee, ist deine Frau. Erkennst du sie nicht? Es hält etwas fest. Ist das ein Schal? Nein, das kann nicht sein. Wo hast du den her? Dieser Schal gehört Maura. Du hast sie gefressen, stimmt's? Verdammt! Naja, wenigstens wissen wir. Schaffst du nicht, überlass das mir. Ich habe genügend Ausdauer. Puh, na gut, die Monster gehören dir. Ja, ich habe keine Ausdauer. Okay, das macht mich ein bisschen satt. Das heißt, es gibt mir Ausdauer. So, dann können wir die angreifen. Gut, dass wir ein bisschen Aloe Vera gefunden haben, was? Das wäre jetzt hier echt für den Arsch. Trinken, stellt ja leider keine Ausdauer wieder her. Das ist ja leider das Problem. Trinken stellt keine Ausdauer her. Los, gehen wir zurück nach Nemea. Wir haben gefunden, wonach wir gesucht haben. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Ich gebe nicht auf. Aber für heute habe ich genug. Gehen wir zurück nach Nemea. Wenn ich nur ein bisschen schneller gewesen wäre, hätte ich sie vielleicht retten können. Ich dachte, du gibst nicht auf. Das klingt, als ob du aufgibst. Er hätte mich mitnehmen können. Er hätte mich tatsächlich mitnehmen können nach Nemea. Muss ich sehen, dass ich da ohne ihn hinkomme, oder was? So ein Arsch.